Zumindest standen sie seit 21 Jahren nicht mehr da. Früher gab es ja mal Bäume hier auf dem Gutenbergplatz. Und mein Ansatz ist tatsächlich, dass es mich wundert, dass wir in Mainz, die Stadtspitze in Mainz und auch die Ampelkoalition seit Jahren tatsächlich darüber redet, wir brauchen mehr Bäume, wir brauchen mehr Grünflächen. Und dann musste ich letztes Jahr mit unserer BI gegen die Abholzung der Bäume am Liebfrauenplatz kämpfen. Und es geht in dem gleichen Stil weiter. Wir haben letztes Jahr weiter Bäume verloren. In den letzten paar Jahren waren es 500 Bäume, die wir auf der Stadtfläche in Mainz verloren haben. Wir haben jetzt eine Südmole eingeweiht, die grau und noch grauer ist. Und ich finde, da muss man einfach irgendwann mal sagen, ich möchte ein Zeichen dagegen setzen. Mein Kampagnenmotto ist Mainz machen. Und deswegen habe ich mir überlegt, was kann ich jetzt einfach mal machen? Dann habe ich diese Bäume organisiert, 50 an der Zahl, jetzt für den ersten Aufschlag. Und dann suchen wir Baumpaten. Da kann man sich bei uns auf der Homepage dann registrieren. Wir stellen den Kontakt zur Baumschule her und kümmern uns dann darum, dass die Bäume hier auf dem Mainzer Stadtgebiet im besten Fall gepflanzt werden. Und ich denke, dass das die Stadt auch macht. Ich wüsste jetzt keinen Grund, warum sich dagegen wehren sollen. Gibt es schon Örtlichkeiten, wo eventuell geplant ist, Bäume zu pflanzen? Ich glaube, das Grünamt hat tatsächlich da einiges an Stellplätzen schon identifiziert. Ja? Und ich muss einfach mal ganz salopp sagen, also 50 Bäume, ich möchte eigentlich in der Kampagne 100 Bäume in die Stadt bringen, dass ich schon in der Kampagne hier auch mal was bewegt habe. Das sollte eine Stadt wie Mainz auf die Reihe bringen, dass wir die im Stadtgebiet pflanzen können. Ist geplant, noch größere Pflanzaktionen irgendwo mit Bäumen zu machen? Wo soll Mainz, ich sag's mal, grüner werden, jetzt von Bäumen her? Definitiv am Rheinufer. Also das Rheinufer ist einfach viel zu grau. Wie gesagt, von der Südmole angefangen bis vor zum Rathaus ist es einfach viel, viel, viel zu grau. Und das ist einfach etwas, da ärgere ich mich tatsächlich als Bürger, weil ich sage, wir haben so viel Schätze hier und die müssen wir doch pflegen. Und das Rheinufer ist ein Schatz. Und wenn ich jetzt hier stehe am Gutenbergplatz, mich haben jetzt heute schon viele Leute darauf angesprochen, ist schön, dass hier endlich mal Bäume sind. Dann haben wir noch ein paar Sitzgelegenheiten reingestellt. Klar, könnten noch mehr sein. Aber da sagen sie, jetzt kann man hier mal wieder sitzen, jetzt kann man das hier mal wieder genießen. Jetzt hat das wieder ein bisschen Flair. Und ich finde, das ist einfach ein Zeichen, dass man sagt, in die Richtung muss es gehen für ein lebenswertes Mainz.